Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch eine der Plaza Beauty Boxen von Lyko. Und wenn ihr Interesse an dem Video habt, ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Also Lyko ist eine Homepage, die sehr, sehr spannend ist, weil es gibt da ganz besondere, tolle Sachen. Ich verliere mich dort auf der Seite total, weil ich tausend Sachen finde, die mich interessieren. Leider. Für meinen Geldbeutel. Sehr, sehr schade. Auf jeden Fall hat Lyko auch diese Plaza Beauty Boxen. Und momentan haben sie, glaube ich, 3 Stück. 2 sind im Abverkauf und eine dürfte wahrscheinlich neu sein, ist zum regulären Preis zu haben. Und die 2, die im Abverkauf sind, sowieso schon reduziert. Und dann hat die liebe Nicole von Chiquitas Place noch einen 20-prozentigen Rabattcoupon. Und dann habe ich für diese Box hier, die hier, genau noch 20 Euro dafür bezahlt. Also sehr, sehr cool. Die Produkte sieht man auch alle, die da drin sind. Also man kauft keine Katze im Sack. Trotzdem fand ich das jetzt irgendwie cool. Ich habe jetzt 20 Euro eben für diese Box hier gezahlt. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was da drin ist. Ich habe, glaube ich, vor 2 Wochen bestellt und es steht jetzt schon eine Weile und jetzt möchte ich die gerne mit euch auspacken. Wenn ihr die auch haben möchtet, dann schaut doch einfach mal auf der Homepage von Lyko und nehmt auch den Rabattcode von Nicole Chiquitas Place. Ich blende ihn euch auf jeden Fall auch ein, weil da könnt ihr eben noch mal was sparen. Und die haben so tolle andere Sachen auch noch. Also ja, tobt euch aus. Schön gemacht. Also das ist der Blick hinein. Papierchen und ein kleiner Zettel. Das ist aber, ich weiß es nicht, welche Sprache das ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht Deutsch und nicht Englisch. Ich nehme mal an, irgendeine nordische Sprache, vielleicht Dänemark oder so, das könnte sein. Guckt euch mal an, was da alles drin ist um 20 Euro. Ich bin echt platt. Also ich habe schon echt, ich weiß gar nichts mehr, was da überhaupt angeteasert war oder so. Okay. Wir fangen an, ich glaube, mit dem unspannendsten von allem. Ich sehe Rexona, eine Maximum Protection Cream. Oh, das könnte aber doch gut sein. Weil ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Deo. Was mit Aluminium ist, suche ich gerade eins. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auf jeden Fall antitranspirant. Da wird sicher Aluminium drin sein und ich hätte eben gern ein neues festes Deo, genau, 2. Inhaltsstoff Aluminium, wo dann Aluminium drin ist, wenn ich wirklich mal so Tage habe, wo ich es einfach dann brauche im Sommer oder so, wo ich dann einfach auch weniger transpiriere. Und was ist denn das eigentlich? Das sieht ja witzig aus. Also ich zeige es euch jetzt mal. Das ist das Deo. Es riecht unheimlich blumig. Das mag ich schon mal nicht so gar nicht. Ich mag es lieber, wenn es frisch riecht oder neutral. Und dann drehe ich das, oder was ist denn das? Also es schaut oben so aus, es hat so ein Gitter dran. Und dann muss man hier so drehen. Das ist ja, also ich habe das noch nie gesehen. Es drückt sich, also es ist hier drin so wie eine Art festes Stück. Und wenn man das nach oben dreht, dann kommt hier oben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, kommt hier oben so Deo-Creme raus. Und das ist dann wirklich wie eine Creme. Cool. Und riechen tut es halt voll extrem blumig. Das ist leider nicht so meins, aber die Technik irgendwie finde ich witzig und so. Ich hoffe, man riecht es vielleicht nicht so sehr. Cool, also ja, ich finde es toll. Ich werde das selber behalten und benutzen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Ah, wo mache ich weiter? Ich weiß es nicht. Ich mache hier weiter mit einer Marke, die man auch kennt, Dove. Das ist Dermaspa Summer Revived Body Mousse Medium to Dark. Ui, das ist ein Self-Tan-Mousse. Oh nein. Okay, das mag ich nicht. Tut mir leid. Das ist ein Selbstbräuner Medium to Dark. Also man sollte schon mitteldunkle Haut haben und dann kann man sie sich noch dunkel einfärben. Und das ist leider nichts für mich. Sommer, also zum den Sommer verlängern. Das Produkt wird weiterziehen. Ein Produkt von EcoKing. Aber das ist nicht das einzige. Intimate Wash. With allow pH of 4, also pH-Wert von 4. Wenn ich es richtig übersetzt oder verstanden habe, ist es ein Intimwaschgel. 2. Inhaltsstoff Aloe. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob ich das für den Intimbereich nehme oder einfach auch fürs Gesicht vielleicht, weil da kann ich auch sowas für empfindliche Haut sehr gut verwenden. Also es dürfte für den Intimbereich sein, ein Waschgel von EcoKing.
Schönes Produkt, also freue ich mich auf jeden Fall drüber, wird behalten. Nächstes Produkt, eine Lavendelseife. Lavendel ist jetzt nicht so mein bevorzugter Duft. Ja, okay, den Kissenspray nehme ich schon und so, aber eine Seife. Also so schaut sie aus. Es ist noch ein Kärtchen rausgefallen. Rabattcode 20%. Ja, das riecht halt sehr, sehr, also das riecht richtig natürlich. Also wer Lavendel mag, hier ist voll Lavendel. Man meint, man hat so ein Sträußchen mit Lavendel in der Hand. Krass. Boah. Also es tut mir leid, das ist gar nicht meins. Lavendel ist halt auch schön beruhigend zum Einschlafen und so. Und manche mögen das total gerne. Also damit werde ich irgendjemand wahrscheinlich meine Freude damit machen. Ich fange jetzt mit den großen Oschis einfach hier an, weil die kleinen mache ich dann. Enjoy the Calmness. Und zwar 2019 irgendeine Auszeichnung gewonnen. 98,6% irgendwas. Ich nehme mal an, natürliche Inhaltsstoffe. Die Sprache ist, meine ich, irgendwas. Warschau. Aus Polen kommt das Ganze. Aus Warschau. Was bist du? Ich mach's auf. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Parfum. Aber das ist das hier. Das ist kein Parfum. Was ist das? Veoli Botanica Enjoy the Calmness. Irgendwas mit Rose. Relaxing Body Oil. Jetzt habe ich's. Es steht hier nochmal auf Englisch dran. Also, so von vorne. Und hier steht es nochmal auf Englisch. Also das ist, hier sieht man es eigentlich auch, dass da Rosenblätter drin sind. Das ist ein Körperöl mit Rosenblättern. Schön, und ich mag dieses schlichte Packaging auch voll. Also schönes Körperöl, wahrscheinlich auch für Massage und so. Aber ich nehme es dann einfach nach der Dusche für den Körper. Schön. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes das hier. Nee, das hier, ich kenne mich schon gar nicht mehr aus. Das sind Wimpern mit Kleber von Eyelur London. Fluttery Light. Also wahrscheinlich Light sind sehr natürliche. Finde ich, sieht man hier auch auf dem Bild, dass es jetzt nicht so extrem ist. Sehr natürlich. Es ist ein Kleber mit dabei. In 4 Schritten aufgetragen. 18 Stunden Halt. 5-mal kann das Ganze verwendet werden. Ja, ich bin jetzt nicht so die Wimpernfreundin. Ich mag es lieber natürlicher. Aber ich, also mir wird es schon gefallen, aber diese Kleberei und das Ganze dann auf den Augen zu haben. Und meine Augen sind dann eben auch so empfindlich. Ja, ich überlege noch. Vielleicht mache ich es ja doch einmal oder mal gucken. Es sind noch so viele Sachen drin. Von Filorga. Ein teures Produkt, ist aber schon so oft in anderen Boxen drin gewesen. Dieser Hydra-Filler. Ein Moisturizer. Für die Jugend, also eine verjüngende Feuchtigkeitspflege. 15 Milliliter sind einmal schnell aufgebraucht, habe ich aber schon gehabt. Mal gucken, ob ich das benutze oder weiter wandern lasse. Noch ein Produkt von Filorga, die Meso Mask. Smoothing Radiance Mask. Oh, die könnte mir aber gefallen. Glättende Maske für mehr Ausstrahlung. Die finde ich spannender tatsächlich. Das waren jetzt alle von Filorga. Jetzt haben wir noch etwas von Rituals of Namaste. Das ist ein Cleansing Foam, also ein Reinigungsschaum. Hatte ich auch schon einmal, war nicht ganz meins. Es hat nicht so gut geschäumt, fand ich. Vielleicht ist er jetzt besser geworden. Ich weiß nicht, das ist schon 2 Jahre her mindestens bei mir. Ja, ich war damals nicht so begeistert von dem Produkt. Vielleicht ist er ja jetzt. Mal gucken. Lova Skin Intent Food Peeling Heu aus der Schweiz und Swiss Science Swedish Beauty. Ein Fußpeeling, oder? Fußpeeling. Da ist jetzt aber nicht drauf, wie das Ganze funktioniert. Also wenn es Fußpeeling ist, muss es ja dann irgendwie dann die Haut dann runtergehen wahrscheinlich. Also so, dass man das drauf macht und ein paar Tage später peelt sich dann die ganze Haut. Finde ich richtig cool. Dass das ja nicht so Socken sind, sondern das immer in einer anderen Form. Muss man halt aufpassen dann mit dem Auftragen, dass man das dann nicht auf den Händen hat, sondern Handschuhe anzieht. Also so stelle ich mir dieses Food Peeling zumindest vor. Ich glaube, dass es auch was Teures ist aus der Schweiz. Sieht immer sehr, sehr hochwertig und edel aus. Noch ein Produkt von eCooking.
Eine Dark Creme, eine Tagescreme, nämlich Nourishing and Moisturizing Cream for Fine Lines and Wrinkles. Also, ja, schöne kleine Tagescreme von eCooking. Auch schön. Ich bin, wie gesagt, gerade ein bisschen sprachlos und geplättet anhand dieser Fülle, was ich jetzt alles um die 20 Euro gekriegt habe. Eine Mascara. Und zwar ist die von Imani. Gegründet 1998. Double Lash Volumizing Mascara and Lash Grow Benefits. Intense Volume. 1% Concentration. Also wahrscheinlich ist da ein Serum mit drin in dieser Mascara, die die Wimpern wachsen lässt. Ja. Ist auf jeden Fall vegan. Steht nochmal hinten drauf. Nur für den externen Gebrauch, ja klar. Ja, ich mache es mal auf. Schwarze Mascara mit integriertem Wimpernserum. So lese ich das zumindest. Oh, das schaut ja auch heiß aus. Also, wow. Also ich finde die Verpackung echt schön. Das Design. Schön. Ja, gefällt mir. Und jetzt sind wir gleich am Ende. Also, jetzt gibt es noch zwei. Und was ist das? Ah, ja, okay. Da ist noch ein Prospekt zu diesem Fußpeeling. Boah, die Bilder mag ich gar nicht anschauen. Das sieht so eklig aus. Hier sind die Schritte erklärt, wie das Ganze funktioniert. Zum Glück haben wir das. Als letztes haben wir jetzt noch drei Masken hier drin. Oder zumindest sieht es immer so aus. Vor allem voll spannende Marken habe ich noch nie gehört. Von COPS. Ein Schweizer organischer Beauty Store. Aloe Face Mask Pack. So schaut das Ganze aus. Und made in South Korea. Okay, also eine koreanische, nicht Schweizer. 10 bis 20 Minuten drauf lassen. Schön, kommt in mein Urlaubsgepäck, genauso wie die Aftersun Mask. Das ist diese hier. Die kommt nicht aus Korea, die kommt aus Norwegen. Und auch ins Urlaubsgepäck. Organic Sheet Mask, Vitamin C Revitalizing. Da gibt es noch einmal Rabattcode unten drauf. Und das Ganze ist aus den USA. Ja, 20 bis 30 Minuten drauf lassen. Keine Parabene, kein Alkohol, keine Sulfate, keine Parfumstoffe drin. Ich bin geblättert von dieser Box, Leute. Das ist so Hammer. Also man kriegt man um kleines Geld echt, echt viel. Natürlich, weil es eben gerade im Angebot war und dieser Rabattcode auch noch für die Sachen im Angebot gilt. Also schön. Mir gefallen besonders die drei Masken. Das Double Lash finde ich sehr, sehr spannend. Also da muss ich mal überlegen, ob ich das benutze, aber es klingt echt gut. Dann die Tagescreme finde ich toll. Von Filorga werde ich denn die Maske behalten und die Creme vielleicht auch dann in Kombination, das ist sicher so gedacht. Dann dieses Fuß-Hornhaut-Entfernungsding werde ich auch behalten. Weiterziehen darf die Lavendelseife, wahrscheinlich auch die Wimpern und auf jeden Fall dieses Dove-Selbstbräuner-Teil. Dieses Rituals darf weiterziehen. Dieses Bodyöl ist genial. Freue ich mich drauf. Dann dieses Intimwasch finde ich toll. Und das Rexona finde ich schön, obwohl der Duft ist leider nicht meins. Aber ich möchte es einfach mal testen, wie das ist. Und vom Auftragen her und von der Wirkung her eben auch. Weil vielleicht kaufe ich mir das mal in einer anderen Duftrichtung nach. Eine schöne Box mit tollen Marken, mein Resümee. Also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, könnt ihr gerne da vorbeischauen. Es gibt, wie gesagt, also wo ich bestellt habe, vor ungefähr 2 Wochen, gab es zwei Beauty-Boxen im Angebot und eben noch eine neue, die nicht im Angebot war. Und dann eben diese 20% Rabatt noch obendrauf. Ich finde, das hat sich vollends gelohnt. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.